Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer auf den Tribünen. Jedes Kind ist ein Geschenk Gottes und Eltern sollten dieses Geschenk freudig annehmen, unabhängig davon, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist, ob es gesund oder behindert ist oder mit welcher sexuellen Identität es geboren wird. Denn jedes Kind kommt mit dem Recht auf die... Denn jedes Kind kommt mit dem Recht auf die Welt, angenommen und geliebt zu werden, ohne Beschimpfungen, ohne Mobbing, ohne Gewalt. Meine Generation und zwei, drei Generationen davor sind mit der Gesetzeslage groß geworden, die es ermöglichte, homosexuelle Männer unter Strafe zu stellen. Wir lernten also, dass Schwulsein abzulehnen sei. Dieser Irrglaube ist Gott sei Dank aus der Welt. Weitere Maßnahmen müssen nun folgen. Es ist deshalb wichtig, dass wir Eltern unseren Kindern Werte wie Freiheit, Gleichheit, Respekt, Weltoffenheit, Toleranz und Akzeptanz mitgeben. Schon Augustinus sagte, das Leben der Eltern ist das Buch, in dem die Kinder lesen. Sehr geehrte Damen und Herren, geschockt und entsetzt blicken wir nach Orlando, wo uns eindringlich bewusst wurde, zu was Intoleranz und homophober Hass führen können. Wir als CDU-CSU-Fraktion verurteilen Homophobie und Anschläge dieser Art aufs Schärfste. Wir stehen für Chancengleichheit aller Menschen ein, unabhängig von Alter, Geschlecht, Religion, Herkunft oder sexueller Orientierung. Die LSU und die Wilde 13 sind der beste Beweis. Unsere eigene Emanzipationsgeschichte zeigt, dass lesbische, schwule, bisexuelle, transgender und intersexuelle Menschen in unserem Land noch nie so frei und selbstbestimmt leben konnten wie jetzt. Und das ist auch gut so. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir alle erinnern uns sicher noch gut an die Zeit unserer eigenen Pubertät, diese schwierige Zeit der eigenen Persönlichkeitsfindung. Es gibt aber auch Jugendliche, die genau in dieser Zeit der Bewusstwerdung über die tatsächliche geschlechtliche Zugehörigkeit ein Gefühl der Andersheit entwickeln, oft auch schon während der Grundschulzeit. Die Unsicherheit beim inneren Coming-out, das als nicht passendes sexuelles oder geschlechtliches Erleben wahrgenommen wird, führt zu großen Belastungen und Ängsten, leider auch viel zu häufig zu Suizid. Und wieder sind es die Eltern, die sich an das Geschenk der Geburt erinnern sollten und ihre Kinder so annehmen sollten, wie sie nun mal sind, lesbisch, schwul oder transgender. Viele sind mit dieser Situation aber regelrecht überfordert. Die Reaktionen reichen leider oft von deutlicher Ablehnung bis hin zu schlimmstenfalls Beziehungsbruch. Ich durfte am Fachtag Homosexualität in der Familie Angehörige kompetent begleiten in Berlin teilnehmen. Hier wurde eine Studie vorgestellt, die von 2011 bis 2014 vom Familienministerium gefördert wurde und die Herausforderungen für familienbezogenes Fachpersonal in Einrichtungen der sozialen Arbeit dokumentierte. Bei der Veranstaltung Sexualität, Identität, Geschlecht, Akzeptanz von Vielfalt in Bildung und Sport vergangenen November am Pädagogischen Institut in München konnte ich als Podiumsgast das Forschungsprojekt Coming Out und dann kennenlernen. Das ist übrigens die Studie, von der die Fraktion Bündnis 19 berichten. Die Finanzierung erfolgte überwiegend aus Mitteln des Familienministeriums und der Länder. Projektförderungen kamen auch aus dem Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld. Die Studie zeigt aber auch, dass es ein neues Verständnis und eine neue Normalität sexueller und geschlechtlicher Vielfalt vorhanden sind. Aber ja,
Es gibt sie leider auch, die Anfeindungen, Beschimpfungen und die Gewalt gegen LGBTI-Jugendliche in den Schulhöfen. Und es ist unsere aller Aufgabe, dem entschieden entgegenzutreten. Mehr als die Hälfte der Jugendlichen befürchten darüber hinaus, durch ein Coming-out Probleme im Bildungs- und Arbeitsbereich zu bekommen. Sie stehen daher vor der großen Herausforderung, sich in der Gesellschaft zu verorten. Eine große Unterstützung wäre es für diese Schüler, wenn endlich auch mehr Pädagogen den Mut aufbringen würden, sich zu outen. Denn wie immer im Leben braucht es Vorbilder. Vorbildlich auch war das Outing von Thomas Hitzlsperger. Denn die Erzählungen von Jugendlichen zeigen, wie stark Fußball Erwartungen an bestimmte Geschlechterrollen prägt und transportiert. Deshalb freue ich mich sehr, dass DFL-Präsident Dr. Reinhard Raubal jedem Fußballer seine persönliche Unterstützung zugesagt hat, der diesen Schritt gehen möchte. Vielleicht sogar jetzt während der EM. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Vorbilder müssen aber auch wir Politiker sein. Parteipolitische verbale Attacken, besonders zu diesem Thema, bringen uns und die Gesellschaft nicht weiter. Ganz im Gegenteil. Deshalb sollte die Diskussion um ein Wort mit drei Buchstaben endlich ein gütliches Ende haben. Wenn zwei sich lieben und heiraten wollen, sollten wir es Ehe auf der einen Seite und Lebensbund zum Beispiel auf der anderen Seite nennen. Werte Kolleginnen und Kollegen von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, ich möchte mich für Ihren Antrag bedanken. Es gibt mir die Möglichkeit, einmal aufzuzeigen, was von Seiten der Regierungskoalition zu diesem Thema alles unternommen wird. Neben den beiden Projekten, die ich bereits erwähnt habe, wurde im Jahr 2014 innerhalb der Bundesregierung das Referat Gleichgeschlechtliche Lebensweisen, sexuelle Identitäten neu eingerichtet, das zudem koordinierenden Ansprechpartner für Länder, betroffenen Organisationen und Verbänden ist. Frau Zollner, lassen Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Künast zu? Von wem? Der Kollegin Künast. Ach so, ach, da hinten, Entschuldigung, ja, gerne. Gerade beeindruckt, als Sie sich gewünscht haben, dass doch vielleicht jemand von den Fußballern sich outet, vielleicht noch während der EM, haben Sie gesagt. Und quer durch den Saal haben hier einige daraufhin applaudiert. Fand ich gut. Erfordert natürlich auch Mut von einem Sportler, das auch noch während eines Wettbewerbs zu tun, wo er sich ja konzentrieren will. Also mir wäre auch jeder andere Zeitpunkt recht. Punkt. Volker steht vor bei der Siegerehrung, okay, aber ich will auf was anderes hinaus. Erst sagen Sie, Sie wünschen sich, dass da jemand sich outet, vielleicht noch bei der EM, bei der Siegerehrung oder beim Fest nachher am Brandenburger Tor, wer weiß es. Aber warum haben Sie, Frau Zollner, dann nicht umgekehrt den Mut, auch einfach beides Ehe zu nennen? Sie haben erst über den Mut geredet und dann haben Sie gesagt, wir sollten den Streit um die drei Worte beenden. Dann heißt das eine Ehe und das andere Lebensbund. Das habe ich jetzt muttechnisch nicht verstanden. Ich glaube, die Diskussion dreht sich leider immer nur um diesen Begriff. Es geht doch eigentlich um viel, viel mehr. Und es gibt die Gleichstellung, auch wenn man es etwas anders nennt. Ich bin da fest davon überzeugt. Ich glaube, wir tun weder jemanden Böses an als Sonstiges. Es geht doch um das, dass man heiraten darf, den, wen man will. Und wie das im Endeffekt dann heißt, ist doch eigentlich nicht mehr relevant. Ich gebe zu, eingetragene Lebenspartnerschaften ist ein fürchterliches Wort. Darum war mein Vorschlag, um etwas aus der rauszunehmen, Lebensbund. Finde ich ein toller Name. Frau Zollner, es gibt eine zweite Zwischenfrage. Eine Bitte nach einer zweiten Zwischenfrage. Herr Beck. Frau Zollner, ich weiß ja, dass wir da eigentlich gemeinsam in eine Richtung ziehen wollen, im Sinne von Gleichberechtigung und Akzeptanz. Genau. Trotzdem wollte ich
den Satz, das ist egal, wie das heißt, nicht ganz so stehen lassen. Abgesehen davon, dass ich finde, gleiche Rechte, gleiche Würde, Augenhöhe heißt auch gleicher Name. Nee. Ist es nicht nur ein Streit um Worte in einem Gesetzestext, sondern es hat leider auch praktische Auswirkungen. Und zwar, wenn es sich um Menschen handelt, die aus dem Ausland herkommen, um hier eine Partnerin oder einen Partner zu heiraten. Dann steht heiraten, das ist das Wort. Heiraten. Lassen Sie mich kurz aufreden. Dann steht in allen Dokumenten, inklusive dem Visum zur Einreise in die Bundesrepublik Deutschland, Visumsgrund, Eingehung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Und das ist eine Zusatzinformation im Pass, die in Verfolgerstaaten nicht irrelevant ist. Ich habe Probleme lösen müssen in meinem Büro von jemand aus München, ja, du hast ihn mir damals gefragt, der aus Jemen kam, einem Verfolgerland, und es Riesenprobleme war, die Unterlagen für die Ehefähigkeitszeugnis zu bekommen, weil man muss dann sagen, wozu man es braucht. Man braucht es gar nicht zu einer Eheschließung. Man hat das Problem, dass es im Pass steht. Und diese Information kann dazu führen, dass die Person dann am Ende nicht ausreisen kann, weil sie Verfolgungsmaßnahmen ausgesetzt wird. Deshalb ist es keine Lappalie, ob es gleich heißt, weil wenn es gleich heißt, ist es auch ein Moment des Datenschutzes, dass man nicht bei jeder Gelegenheit offenbaren muss, dass man in einer homosexuellen Ehe oder Lebenspartnerschaft lebt, sondern dass man in einer Ehe lebt. Und das geht, wenn man nicht will, die Behörden und jemand anders einfach nichts an. Deshalb bitte ich da auch praktisch dran, noch mal drüber nachzudenken. Also ich habe es nie als Lappalie bewertet. Und wir haben ja schon dieses Gespräch geführt, verheiratet oder verpartnert. Da sind wir ja eh schon auf einem guten Weg, das einfach verheiratet zu nennen. Gut. So. Ich mache jetzt einfach mal weiter. So, wo war ich? Genau, des Weiteren wurde eine interministerielle Arbeitsgruppe zur Situation trans- und intergeschlechtlicher Menschen eingerichtet, die vielfältigen und für die Betroffenen schwerwiegenden Problembereiche sollen dort angemessen beleuchtet und gegebenenfalls gesetzgeberisch Lösungen zugeführt werden. Darüber hinaus führte das Familienministerium den Kongress Respekt statt Ressentiments, Strategien gegen eine neue Welle von Homo- und Transphobie, der 2015 durchgeführt wurde. Nicht zu vergessen das Modellprojekt Beratungskompetenz zu Regenbogenfamilien, das zusammen mit dem LSVD angeboten wird. In diesem Zusammenhang leistet die 2011 eingesetzte Bundesstiftung Magnus Hirschfeld hervorragende Arbeit. Insbesondere möchte ich mich an dieser Stelle bei den zahlreichen Verbänden bedanken, die besonders zum Erfolg dieser Projekte beigetragen haben. Wir alle möchten unsere nächsten Generationen stärken, natürlich auch die lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Jugendlichen. Aber gerade wenn es um den Bereich Schulen und Lehrpläne geht, wie im Antrag aufgeführt, ist es die Aufgabe der Länder und nicht die des Bundes. Von daher können wir uns dem heutigen vorliegenden Antrag nicht anschließen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächster Redner hat Harald Petzold von der Fraktion Die Linke das Wort.